Als Kind ist man natürlich immer fasziniert und als Kind, ich glaube, jeder hat als Kind vielleicht einen Traumberuf gehabt, Feuerwehrmann zu werden. Hat mich so ein bisschen die Faszination für den Beruf gepackt und dann habe ich entschieden, dass das das Richtige für mich ist. Man muss einen kühlen Kopf bewahren können, auch in brenzligen Situationen und auch mal Lösungen finden, die vielleicht abseits der gängigen Wege sind. Man muss Teamplayer sein, das steht wirklich an allererster Stelle. Man muss technisches Verständnis haben, man muss medizinisches Verständnis haben. Man muss teamfähig sein, also als Einzelgänger kommt man hier nicht weit. Egal, ob wir ins Feuer gehen, wir gehen zu zweit, auf dem Rettungswagen sind wir zu zweit. Wir sind nie alleine und das macht auch immer so das Besondere aus. Wir sind wie eine große Familie, sind wir hier, wir halten alle zusammen und das macht das echt aus. Zum Berufsbild Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann gehört natürlich auch der Rettungsdienst. Jeder von uns wird mindestens zum Rettungssanitäter ausgebildet, gegebenenfalls auch zum Notfallsanitäter als Weiterbildungsmöglichkeit. Und ja, am Anfang vielleicht ein neues Feld, ein bisschen anders wie das eigentliche, ja, aus dem Bereich Feuerwehr. Aber da arbeitet man sich auch schnell rein. Man sagt meistens, wenn man hier an die Arbeit geht oder wenn man an der Arbeit ist, wir fahren jetzt nach Hause, wenn wir wieder auf die Wache fahren. Also es ist quasi unser zweites Zuhause noch zusätzlich. Und das ist einfach das, was Familie ausmacht, Familie Feuerwehr.